Ah ja, Andi. Und es geht in Raum 312. Ich sag jetzt wenig, aber die Fenster sollten euch bekannt vorkommen. Und wir schauen jetzt mal ein Videotape, wenn ich mich korrekt vor den Videorekorder stelle. Ja, ich glaube, ich weiß, dass du es nutzen kannst. People, have fun. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Mary. So there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already, okay? Mary's gone. She's dead. Liar, that's a lie! No, that's not true. She died because she was sick? No, I killed her. Sorry. The Mary you know
isn't here. Voice. Ja. Heftig, oder? Ich habe jetzt schon immer noch eine richtige Gänsehaut. Und ganz kurz. Zwei Sachen jetzt, die ich ganz gerne betragen möchte. Seht euch das Hotel an. Das Hotel hat sich verändert. Ich mache jetzt mal Licht an. Was ich nicht kann. Und es tropft. Man hört es tropfen. Das Hotel sieht alt, zerflattert und zermodert aus. Ganz anders, als wir es in Erinnerung hatten. Zweites Ding. Sage ich jetzt, bevor ich eine weitere kleine Sequenz starte. Erinnert euch daran, wie James gerade im Stuhl saß. Das Bild gibt es. Übrigens, das ganze Ding hat sich hier verändert. Seht ihr das? Erinnert euch, wie er im Stuhl saß? Das Bild hier meine ich. Und jetzt vergleicht es mal mit dem Bild aus Episode 3 oder 4 oder 5. Das seht euch bitte mal an jetzt. Pyramid ist aufgetaucht. Was ist passiert? An wen erinnert euch diese Person? Also ich finde, der sieht ziemlich ähnlich einem Charakter, den wir schon kennengelernt haben. Merkt euch einfach mal dieses Bild. Heavy, oder? Auf jeden Fall. Ich wollte in den Reading Room, der jetzt offen ist. Und ihr seht schon, wie das ganze Hotel sich verändert hat. Nein. Nein. Willkommen zum vierten Wiederbelebungsobjekt. Wir hätten alle vier Objekte damit gefunden. Das ist das Buch der roten Wiederbelebung. Bla 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 bla. Hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Findet man normalerweise auch nicht in der Hauptstory. Dammit, hätte ich das andere Objekt aufgenommen, hätten wir jetzt alle vier Wiederbelebungsobjekte und würden automatisch das Wiederbelebungsende bekommen. Damn. Es fehlt nur noch der Kelch, den wir auch gehabt haben. Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Das, meine Lieben, ist der Kelch aus Obsidian! Und das ist das dritte von den vier Wiedergeburtobjekten. Ich zeige es euch mal eben. Der Kelch aus Obsidian, das weiße Christam und das Buch der verlorenen Erinnerungen. Damn it. The old gods never left this place.
So, aber genug gespoilert. I'm very sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. How can you just let her die? Please, calm down. As her doctor, I promise I'll do what I can. But there's still no effective treatment for her condition. How long does she have? I'm afraid I'm not sure. 3 years at most. Perhaps 6 months. It's impossible to say with certainty. James Fate. Die Atmosphäre ist gerade so scheiße dick, meiner Meinung nach. So. Wir gehen jetzt in einen der Räume hier oben. Ich weiß nicht, welches war. Welcher war? Welcher es war. Verdammt, so. Aber ich meine, es war einer ganz am Ende des Ganges. Entweder Smart 1 oder Smart 2. Und ihr seht, wie viele Markierungen jetzt blau geworden sind. Heißt, keine Ahnung. Oder lila. Ich weiß nicht, was es heißt. Wahrscheinlich, dass wir die Türen automatisch benutzen können, weil sie kaputt sind. Und das Spiel das Zeug schon so sagt. Also, versuchen wir 202. Ja, korrekt. Ja, ja, ich muss es nicht sagen. Die Putzfrauen haben einen super Scheißjob geleistet. Pistolenpatronen. Wir wurden hier rüber teleportiert. Witzig, nicht wahr? Wir gehen hier in 201, 202 rein und wamm, sind wir hier. Ja. So, ich wollte eigentlich zum Fahrstuhl mit dem E. Mittlerweile intakt sein dürfte. Scheiße. Da lag noch was, habe ich gerade gesehen, oder? Nein, ich will wieder zurück. Lass mich raus. Ich will ja raus, verdammt. Hallo? In welcher Tasche befinde ich mich denn? Ach, scheiße. Hab ich schon genug. B. Die Tür, Leute. Mit Pult rechts. Tada! So, meine Lieben. Das ist nicht die Erde, auf die wir gerade runterfallen, sondern das soll eine Wasseranimation sein. Wie ihr sicher schon gehört habt, Monster. Aber wir gehen mal in die Bar. Deswegen hat Jen sogar zu distinktiv wie auf den Boden gedrückt. Und die Bar, die gerade noch vollkommen trocken war, hat sich jetzt angepinkelt und ist vollkommen nass. Und ich finde die Wasseranimation eigentlich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin, für das Anführungszeichen Zeitalter. Boah, ist das viele Gesundheitsdrinks. 2, 3. 4, 5. Sonst irgendwas, James, hier? Ne. Hier liegt schon wieder was. Schrotpatronen, Erste Hilfekasten. Jesus. Monster. Years after this. Guess after this there was one less to worry about. Leon S. Kennedy, Resident Evil 4. Wir gehen zum Treppenhaus.
Ach ja, ich mich freue auf mein Resident Evil 4 Let's Play. Ich hatte es einst fast mit Messer mal durchgespielt, aber bei Salazar... Ich halte schon die Fresse. Bis zum nächsten Mal.